Hier ein kurzes Update zur nächsten Bundesratssitzung. Aus Bremer Sicht sind am kommenden Freitag folgende Tagesordnungspunkte besonders wichtig. Bremen setzt sich gemeinsam mit anderen Bundesländern für die Fortführung des Digitalpakts Schule ein. In der Entschließung wird die große Bedeutung einer digitalen Bildungsinfrastruktur für Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität betont. Zu diesem Punkt wird Bürgermeister Dr. Bovenschulte sprechen. Außerdem wird Bremen die Entschließung zur Beschleunigung der beruflichen Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten mit ausländischer Ausbildung beitreten. Der Bundesrat befasst sich zudem abschließend mit der geplanten BAföG-Reform und den Cannabis-Grenzwerten im Straßenverkehr. Weiterhin wird der Bundesrat umfangreiche Stellungnahmen zur Änderung des Tierschutzgesetzes, dem Rentengesetz, den Entwürfen des Krankenhausversorgungs-Verbesserungsgesetzes, des CO2-Speichergesetzes und dem Gesetz zur Beschleunigung des Wasserstoffhochlaufs abgeben. Möglicherweise wird der Bundesrat auch noch fristverkürzt über das Finanzausgleichsgesetz beraten, das für Bremen finanziell von großer Bedeutung ist. Eine Übersicht vor und nach der Bundesratssitzung gibt es wie immer unter derbevollmächtigte.bremen.de.